Schönen guten Tag. Wir treffen uns heute zur ersten Stunde in FB, gell? Also diese fächerübergreifenden Lernangebote. In den ersten beiden Jahren habt ihr dort zweimal pro Jahr wählen dürfen, wo ihr diese Stunde macht. Ab der dritten Klasse ist diese Stunde jeweils einem Fach zugewiesen. Gell? In der dritten Klasse ist sie dem Fach DB zugewiesen und in diesem Fach DB werden wir dann auch Dinge programmieren aus DB, gell? Aber wir werden auch fächerübergreifend arbeiten und dort gibt es etwas, das wir ja, als Informatiker immer wieder mal machen müssen. Wir müssen irgendwo ein Stück Realität modellieren, darstellen und dann Berechnungen darauf ausführen. Gell? Und wir wollen da Erfahrungen benutzen, die ihr eigentlich schon gemacht habt im Jenium, und zwar wir wollen mit Modellen rechnen. Gell? Ein Modell zum Beispiel eben aus Physik typischerweise, aber vielleicht auch aus Chemie oder aus Biologie. Gell? Also aus dem Bereich der Naturwissenschaften, wo wir denn etwas berechnen wollen. Um das jetzt zu berechnen, müssen wir die Physik dazu kennen oder die Chemie oder die Biologie. Gell? Und vor allem müssen wir dann das System abbilden. Gell? Und um etwas berechnen zu können, gell, da machen wir nicht ein Foto davon, könnte man auch machen, das ist auch ein Modell. Gell? Also, gell? Und wir wollen ein mathematisches Modell haben. Und das mathematische Modell, das ist zwar eine schöne Sache, gell, kann aber dann auch zu Problemen führen. Gell? Also wir haben gesehen, die Ariane 5, gell, mathematisch war alles korrekt, gell, aber irgendwo gell, ist die Zahlen gerade dann fertig gewesen. Gell? Und schwupps. Und dann ist die, ja, wenn die Zahlen fertig sind, dann haben die Berechnungen nicht mehr gestimmt und dann war vorbei, gell? Und wir wollen eben jetzt nicht nur eben dieses mathematische Modell, sondern wir wollen eine Abbildung haben, wo wir dann ein numerisches Modell dann haben, mit dem wir dann rechnen können. Wir haben also Instrumente aus der Numerik, die wir zur Programmierung dann verwenden, wenn wir dann das in Software packen, gell? Weil schlicht das Ziel, gell, ist dann weniger, dass ja, das mit Formeln arbeiten, wie man das eben in Physik gemacht hat, sondern das Ziel ist dann mehr, das dann in Software packen zu können, um dann schließlich am Schluss dann Simulationen machen zu können, gell, um etwas auszurechnen, gell? Und das machen wir mit einfachen Sachen, gell? Es gibt auch komplexe Dinge, gell? Jemand geht das der Weltklima berechnen, gell? Das ist sehr komplex, gell? Oder das Wetter für morgen, gell? Das kann man auch ausrechnen, gell? Und bekommt dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eine Antwort, gell? Wir wollen hier einfachere Sachen machen, gell? Zuerst mal aus Physik, gell? Zum Beispiel die Beschleunigung eines Drecksters vorgeben und dann seine Bewegung, gell? Also seine Geschwindigkeit und zweitens seine Position ausberechnen und das nicht nur irgendwo zu einem ja, letzten Zeitpunkt, gell? Schauen, aha, nach welcher Zeit erreicht er die Viertelmeile oder ja, welche Geschwindigkeit hat er dort erreicht, sondern eben Schritt für Schritt. Gell? Also wenn man da Eigenschaften hat, zum Beispiel ja, eine bestimmte Kraft, die dann den Drecksstoff beschleunigt, gell, kann man dann auch mit der Masse die Beschleunigung ausrechnen oder man gibt die Beschleunigung gleich vor, gell, und sagt, okay, der Drecksstoff beschleunigt und dann können wir Schritt für Schritt nach jedem Zeitabschnitt Delta D ausrechnen, wie schnell er geworden ist und wie viel er jetzt zurückgelegt hat. Und wenn wir das immer zusammenzählen, um wie viel schneller ist er geworden, um wie viel weiter ist er gekommen, gell, dann können wir eine Tabelle führen und mit dieser Tabelle können wir dann die Bewegung des Drecksters ausrechnen. Gell. Und das wäre jetzt so händisch eher umständlich, gell, also können wir schon machen, dauert oder etwas länger. Gell. Aber mit dem Rechner kann man das recht gut machen, gell? Also wir müssen das nur darstellen, wie man das mathematisch ausrechnet, gell? Und dann können wir programmieren, gell? Implementieren, zum Beispiel in einer Programmiersprache oder auch typischerweise mit einem Instrument wie einer Tabellenkalkulation. Gell? Also Tabellenkalkulation eignet sich hier wunderbar zum Rechnen, gell? Vor allem wenn es nicht eine Rechnung ist, sondern viele, gell? Weil dann, wenn man das einmal dargestellt hat, was man rechnen will, dann kann man das einfach wiederholen. Gell? Und solche Sachen wollen wir heuer
ein paar durchrechnen in FB. Was wollen wir noch machen? Gell? Also wir wollen ein paar Instrumente eben zur Programmierung, gell, oder allgemein für Technik oder Informatik anschauen, gell, zum Beispiel auch ja, Textverarbeitung für Dokumentationen oder für Tabellenkalkulation, gell. Das da ist dann auch ein Thema, gell. Und naja, wir sind in DB, gell, also wir wollen ja programmieren, gell, in DB, wenn wir da im zweiten Semester dann in DB ja, systemnahe Programmierung machen, gell, oder auch Zugriffe aufs Betriebssystem, dann wollen wir die Zeit dann auch aus FB nutzen, um hier ein paar Dinge zu programmieren, gell. Ja. Ja, was machen wir, gell? Also wir haben die Physik, gell? In Physik habe ich ja viel mit hergeleiteten Formeln gearbeitet, gell? Also Formeln, die ihr nicht entwickelt habt, gell? Sondern die euch gegeben wurden, gell? Und hergeleitet wurden die irgendwo aus den Differentialgleichungen, gell? Die Differentialgleichungen, gell? Das sind wunderbare Sachen, die ja, die Mathematiker sagen, gell, mit den Differentialgleichungen kann man die Welt beschreiben. Gell? Weil die Differentialgleichungen, die erlauben es uns, Funktionen als Ergebnis zu bekommen. Also in die Funktionen setzen wir dann eine Zeit ein, und wenn wir das gemacht haben und die Anfangsbedingungen festgelegt haben, dann bekommen wir Antworten. Gell? Und das sind eigentlich die Formeln, mit denen ihr gearbeitet habt. Dann. Das sind die Antworten, gell, der Differentialgleichungen. Gell? Jo, das können die Physiker und die Mathematiker, gell? Ihr werdet so auch Differentialgleichungen lösen noch bis in die 5. Klasse. Wir werden aber heuer einfachere numerische Modelle benutzen, um Beschreibungen aus der Physik zu machen. Und dann wollen wir die Schritt für Schritt lösen. Gell? Jo, das werden wir dann machen.